Das größte neue MMO 2022, Throne and Liberty. Ich habe von Throne and Liberty kurz mal was gesehen und es sieht geil aus. Moin, ihr Halunken, Ich mein will das Name ist spielen. Endenburg und heute geht es um das größte MMORPG, das dieses Jahr 2022 noch erscheinen soll, und zwar Throne and Liberty. Ich glaube, es ist Das auch soll verschoben für den worden. PC, für PlayStation und für Xbox erscheinen. Wie gesagt, wenn man die eigenen Zeitvorgaben halten kann, tatsächlich dieses Jahr noch, und kommt aus dem Hause NCSoft, also durchaus ein Name dahinter. Das Ganze war aber nicht immer schon als Throne and Liberty bekannt, sondern kursierte davor als Project TL bzw. als Lineage Eternal. Da muss man dazu sagen, das Ganze kommt aus Korea und Lineage ist da ja quasi ungefähr das, was bei uns so ein Warcraft ist, ne? Also wirklich ein Franchise, ein Universum, das einen unglaublichen Stellenwert hat und wo man quasi allein schon, wenn dieses Label Lineage da draufsteht, ein gewisses Grundinteresse da immer da ist. Okay. Das Ganze wechselte aber nicht nur im Laufe seiner Entwicklung den Namen. Bitte schaut kurz weg. Es nicht bewegen. Perfekt. Danke, weiter können wir. Von Project TL und Lineage Eternal hin zu Throne and Liberty, sondern zwischendurch auch so fundamentale Dinge wie die Perspektive. Das Ganze sollte mal ein Top-Down-isometrisches MMO werden und ist mittlerweile hin zu klassischer Third-Person entwickelt worden. Dass ein solch essentieller Switch mitten in der Entwicklung nicht immer ganz spurlos so in Sachen Qualität vorbeigeht, das hat ja jüngst erst ein gewisses New World gezeigt, das ja immer noch damit beschäftigt ist, sich umzubauen, ne, und diese Transition Okay. zu vollziehen. Und das Aber was ich sagen muss, was ich bei MMOs nicht so fühle, was auch bei Lost Ark ein großer Upturn bei mir war, ist dieses Top-Down-Perspektive. Ich mag gern, dass man eine freie Kamera hat und nicht so top-down, das fühlt sich für mich irgendwie komisch an. Halt einfach, da steht der Charakter nicht so im Mittelpunkt so. Das Ganze eben jetzt mittlerweile so ein Dreivierteljahr nach Release. Das Aber ist sonst was, sieht es das geil machen aus. MMOs gerne mal, dass sie zum Start noch so ein paar Wir werden es auf jeden Fall Kinderkrankheiten spielen, wenn haben es und rauskommt, zu daran dann eben 100%. arbeiten und diese abschütteln. Aber wenn du eine so krassen Umbruch während deiner Entwicklung hast, dann kann das eben diesen Prozess gerne nochmal ein Stück verlängern. Ihr seht gerade im Hintergrund einen Trailer aus genau dieser Zeit, also der Zeit, als das MMO eben noch Top-Down werden sollte. Es sieht so ein bisschen aus wie Lost Ark. Oh, es soll nicht mehr top-down werden. Let's go, Alter! Es kann auch sein, dass man sich deshalb dazu entschieden hat, eben doch für die Third Person zu gehen, um Ja. diese Konkurrenzsituation nicht herbeizurufen sozusagen. Und jetzt, wie gesagt, soll es eben ein doch deutlich Lost Ark klassischeres geht's auch MMO nicht mehr werden. gut. Wie das MMO aber jetzt aussieht und vor Oh allen Gott, Dingen, es was da ist. drin Let's steckt in go, Throne Third Liberty, warum das Person. so ein großes Ding ist und was, wie gesagt, da inhaltlich reingepackt Das wurde, freut mich das zeige ich richtig. euch gleich. Zuvor allerdings, wie immer, noch eine kleine Bemerkung. Ihr seid es wahrscheinlich schon gewöhnt. Die allermeisten meiner Zuschauer sind immer noch keine Abonnenten. Lasst also gerne Oh ein Abo da, nein. wenn euch die Videos gefallen und ihr mehr Content dieser Art haben wollt und nichts mehr verpassen wollt. Je öfter ich das sage, desto mehr von euch machen es. Also lasst es uns gerne am Laufen Okay. halten und drückt gerne auf den Abo-Button, um immer am Laufenden zu bleiben rund um die Themen MMORPGs, Multiplayer-Online-Spiele und dergleichen. So, jetzt aber zurück zu Throne and Liberty. Hier seht ihr jetzt die aktuellste Cinematic, die wir haben, und ne, den offensichtlich angedachten Third-Person-Stil. Wir fangen mal What mit the dem fuck, Inhalt. Alter? Das sieht gut aus, Alter. Da muss ich badchesten. Das sieht gut aus. An, die sich so anbieten, zum Beispiel der Welt. Das soll eine sehr offene sein, die sieht natürlich auch Die grafisch Bitrate schon vom sehr gut Trailer aus, ist zwar muss ein man bisschen sagen. scheiße. Auch wenn gewisse Shots wie der hier zum Beispiel mich schon ein bisschen so an BDO erinnern, also Black Desert Online, oder so an klassisch generische Asia-Fantasy-Kost. Also gerade das hier, was ihr gerade seht, das habe ich halt in so vielen Asia-MMO schon gesehen. Andere Shots wiederum, wie dieser See hier mit diesen blutroten Bäumen, sehen halt absolut fantastisch aus. Also Ja. da merkt man, und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, was für ein Budget da drin steckt. Denn Throne and Liberty ist ein unglaubliches Monstrum an Produktion. Da ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen. Echtes? Und das sieht man hier Das natürlich ist auch sehr gut. an diesen Bildern. Das Kampfsystem sieht nach einem ja, recht guten Action-Combat aus auf den ersten Blick. Aber achtet mal darauf, wie dieser Kämpfer hier, der erst mit dem Bogen schießt und dann auf Okay. das Schwert wechselt, wie der rückwärts läuft. Ich finde, der läuft so ein bisschen wie an so einer Schnur gezogen. Also vielleicht bin es nur ich, aber für mich sieht Ah, es fast, true. also um es jetzt mal ein bisschen überspitzt und böse zu formulieren, fast so ein bisschen aus wie Mobile-Steuerung. Ne, die Dynamik, die wir in den ganzen Kampfsequenzen dieses Trailers hier sehen, die kommt in der Regel über Kamerafahrten. Und die Bewegungen an sich, wenn man mal versucht, sich so ein bisschen so eine statische Kamera hinter dem
Spieler vorzustellen, wie es ja auch für euch dann sein wird, wenn ihr spielt. Die Bewegungen sehen, finde ich, relativ hölzern aus. Das ist aber natürlich was, das es muss hat abwarten, noch Entwicklung. Ne? Das kann sich ganz anders anfühlen, das kann auch ganz anders sein. Das sind solche Trailer, Cinematic Trailer, wie sie ja gerne genannt werden. Meistens ist es ja nicht, also beziehungsweise Gameplay Trailer, meistens sind sie eher Cinematic Trailer. Die sind dann natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es kann tatsächlich sich ganz anders anfühlen, als man das glaubt. Für mich sieht es aber tatsächlich noch ein bisschen, ja, bisschen statisch aus. Sieht erst gut aus wegen der Dynamik und, ne, wie gesagt, über die Kamerafahrten wird viel gemacht. Aber wenn man mal sich eine feste Kamera vorstellt und wirklich auf die Bewegungen achtet, ich weiß nicht, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Es sieht auf jeden Fall optisch, also grafisch, definitiv gut aus. Das, glaube ich, wird wahrscheinlich kein Problem. Aber es muss natürlich auch am Ende des Tages auf der Gameplay-Ebene überzeugen. Und da bleibt es abzuwarten, ob das Spiel da an dieser Front... Es sieht aber fucking gut aus. Ich muss sagen, ich freue mich schon, das werden wir zu 100% an dem Stream zocken auch. Seine Qualitäten eben wird vorbringen können. Es gibt, wie wir im Trailer sehen, auch ein Grappling-Hook, was ich immer eine sehr, sehr coole Sache finde. Das ist geil, das freut mich richtig. Das ist im Trailer zu sehen mit vorgegebenen Punkten. Das heißt, man kann sich nicht einfach, wie man will, durch die Welt grapple-hooken, sondern es gibt eben spezifische Punkte, da kann man damit interagieren, so ein bisschen wie bei World of Warcraft Legion, als es da in Sturmheim, hieß, auch so Punkte gab, Sturmheim, wo du mit einem Grappling-Hook arbeiten konntest. Leider nicht frei, aber trotzdem natürlich, also ich liebe halt Grappling-Hooks, ich finde das immer eine coole Grappling-Hooks Sache. Grappling-Hooks sind fucking amazing. Belagerungsschlachten sollen eine große Rolle spielen und nicht nur Belagerungsschlachten, wie wir sie kennen, auch in anderen MMOs wie ESO oder Guild Wars oder sonst was oder Warhammer Online, sondern Belagerungsschlachten mit Riesen, ne, die angreifen und die tatsächlich auch, und das finde ich eine super geile Idee, ganze Heerscharen auf Plattformen tragen können und so quasi wie auf so einem Präsentierteller quasi über die Mauer heben und dann entsprechend quasi so als Fahrzeuge oder als Türme fungieren. Finde ich, sieht super cool aus. PvP wird generell in Throne and Liberty eine große Rolle spielen. Allerdings auch PvE, es wird kein reines PvP. Das große Fragezeichen, ist natürlich die Performance bei solchen Schlachten. Ne? Solche Schlachten sind immer cool und viele Spieler sind involviert, das ist immer eine schöne Sache. Das Problem ist nur, kaum ein MMO kriegt das richtig hin in Sachen Performance. Ne, man denkt da gerne mal an New World, da sind die Kriege furchtbar und auch selbst Outpost Rush, also der instanzierte... ich habe mich vor kurzem übrigens in New World wieder eingeloggt auf meinem Server. Es waren 3 Leute online. New World ist so von tot, es tut mir so weh. Casual 20 gegen 20 Modus ist immer wieder begleitet von Rubberbanding, von Performance-Einbrüchen. Auch ESO ist natürlich ein absolut abschreckendes Beispiel mit seinem Syro-Deal. Auch das läuft eigentlich seit vielen, vielen Jahren traditionell quasi schon fast historisch schlecht. Und das einzige Positivbeispiel, was einem da so ein bisschen einfällt, ist vielleicht das World vs. World aus Guild Wars. Das läuft tatsächlich ganz gut. Aber ansonsten sind solche Schlachten, riesigen PvP-Schlachten traditionell muss ich mal wieder reingehen. Fragezeichen versehen, was eben die Performance Open angeht. World PvP also ist wirklich Guild Wars 2. Dass man hinkriegen Top wird und Standard. Dass es nicht nur Augenwischerei ist und cool aussieht, sondern da tatsächlich was hintersteckt. Auch die Story soll tatsächlich eine große Rolle spielen. Sollte man gar nicht meinen, bei einem Spiel, was eben offensichtlich auch auf PvP ausgerichtet ist. Aber da sollen Story-Konnoisseure definitiv auf ihre Kosten kommen. Es gibt ein klassenloses System, das heißt, wir haben keine, ne, keine Priester, Krieger, Magier, was weiß ich, sondern die Waffen bestimmen den Spielstil. Also, ne, finde ich immer interessant. In vielen Spielen gesehen, so aber Klassen gefallen mir da schon doch ein bisschen mehr. Da wird also quasi, das wird definieren, wie wir spielen als Charakter. Und welchen Spielstil wir eben annehmen. Ein Punkt, der sehr vielen wahrscheinlich missfallen wird, ist... Ich gehe fucking Warrior Berserker Top-Notch 100% in einem Game. Obwohl nur Menschen als Volk geben wird. Das ist so eine Sache... Gib mir das da fetteste Schwert. Kennengelernt, die Let's go. MMO-Spieler finden es nicht so geil, wenn du nur eine einzige Rasse als Volk eben spielen kannst. Sondern da ist eine gewisse Vielfalt, glaube ich, mittlerweile von vielen einfach vorausgesetzt. Und, kann man nur Menschen spielen? Zum Beispiel... schon als Negativpunkt, dass da die Rasse sozusagen bedingt, wie man am PvP teilnimmt und du gezwungen bist, eine Rasse zu spielen, je nachdem, wie du PvP spielen willst. Und hier haben wir quasi von vornherein nur eine. Auch bei New World war das immer wieder ein Kritikpunkt, den ich gehört habe, dass es da eben kein Volk gibt, das man auswählen kann, keine Zwerge, keine Elfen. Ja, Völker sind immer ein Pluspunkt, muss man sagen. Also Völker, obwohl ich immer Mensch spiele, in jedem MMO immer Mensch. Aber Völker sind immer eine gute Auswahl. Eben keine anderen Kreaturen, sondern wirklich nur Menschen. Das wird auch hier der Fall sein, sicherlich nicht jeder ein Fan von. Wetter und Tag-Nacht
Wechsel sollen tatsächlich eine relativ große Rolle spielen, genauso wie ein Elementsystem. Ne? Also im Sinne von Elektroschaden macht halt mehr Damage, wenn es durch irgendeine Wasserquelle erhöht wird. Also wenn ihr in einem See kämpft oder es regnet oder so. Auch das soll eine Rolle spielen, finde ich immer sehr cool, bin ich immer ein großer Fan von. Wenn man das so ein bisschen einbaut, vielleicht wie bei Divinity Original Sin 2, dem Singleplayer- und Koop-Rollenspiel, ist, finde ich, immer eine schöne Sache. Das sind, wie gesagt, so alles Infos, die wir jetzt zuletzt bekommen haben und die ein bisschen näher skizzieren, was das für ein Spiel wird. Es ist, wie gesagt, insgesamt wahnsinnig viel Geld in die Entwicklung reingeflossen. Das heißt, es muss eigentlich fast schon ein Erfolg werden. Es muss, es muss. Nicht sonst bin ich sehr enttäuscht. Ein riesiges Desaster werden soll. Ashes of Creation, das heißt, kommt aus dem auf jeden Fall mehreren Jahren raus, so lange kann ich nicht mehr warten. Das muss zwischen mehreren MMOs zocken. Ich kann nicht anders. Was echt ein Label ist, wenn es aus Korea kommt, weil es da eben so bedeutsam ist. Anders als bei uns, sondern eben auch wegen dem Geld, das eben in diese Entwicklung gesteckt wurde. Und ich bin sehr gespannt drauf. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt auch so eines der wenigsten koreanischen MMOs werden, was kein Cash-Grab ist. Eine gewisse Produktionsqualität erwarten darf. Und ob das dann gut wird und wie gut das Gameplay wird, wo ich wie gesagt noch meine Fragezeichen habe, bei dem, was man hier bis jetzt gesehen hat, bei diesem frühen Trailer. Das werden wir dann hoffentlich sehen können, wenn irgendwann dieses Jahr, es soll Ende des Jahres rauskommen. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen, aber wenn sie es schaffen, dann müsste eigentlich jetzt so spätestens im Herbst mal irgendwie eine Beta oder sowas kommen. Da können wir das dann vielleicht testen und schauen, ob das Ganze vielversprechend ist oder doch nur ein riesiges Cash-Grab. Und Cash-Grab. Der nächste Flop am MMO-Horizont. Mal gucken. Wie findet ihr Throne of Liberty? Wie haben euch die Szenen gefallen, die wir gehyped. Im Trailer gesehen haben? Habt ihr da Lust drauf, das mal anzutesten? Oder sagt ihr, sehr MMOs sind gar nicht meins? Ich find's bad, auf ein anderes MMO. Schreibt mir all das gerne in die Kommentare. Lasst, wie gesagt, auch gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr davon nice haben Video wollt. Mal wieder von dann würde ich sagen...